Ja, Benni, 2:0 Auftaktsieg gegen Oldenburg. Ja, du hast vorm Spiel zu mir gesagt, wir werden das Spiel gegen Oldenburg gewinnen. Wie ist das Gefühl jetzt, dass man es halt auch bestätigt hat? Das ist überragend. Es war eine super Mannschaftsleistung. Wir haben nichts zugelassen. Und zum richtigen Zeitpunkt die Tore. Ja, heute war wieder dein erstes Spiel auf dem VfB-Trikot. War das auch wieder ein gutes Gefühl, so in Grün-Weiß zu spielen, beziehungsweise für Grün-Weiß? Ja, ist natürlich schön, wieder zu Hause zu sein und dass es natürlich so, oder dass wir so starten, ist natürlich noch umso schöner. Ja, zum Spiel. Der erste Halbzeit war noch recht offen gestaltet. Was hat der Trainer euch in der Halbzeit noch mitgegeben, dass ihr am Ende in der zweiten Halbzeit auch wirklich das Spiel dominiert habt? Ja, dass wir ruhig weiterspielen sollen, dass wir uns die Chance erarbeitet haben in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit auch noch Chancen bekommen. Ja, hat ja funktioniert. Ja, easy. 2:0 Sieg gegen Oldenburg. Ja, wie ist dein Fazit zum Spiel? Also ich denke, es war zum Saisonauftakt ein gutes Spiel. Es war wichtig, mit dem Sieg zu starten, das hatten wir vor. Und ja, ich denke, wir haben uns mit der ersten Halbzeit ein bisschen schwer getan. Aber die zweite Halbzeit haben wir das schon ganz gut gemacht. Ja, du hast gleich auch in deinem ersten Spiel ein erstes Tor für Grün-Weiß gemacht. Wie froh ist man jetzt auch darüber? Ja klar, es ist allgemein für die ganze Mannschaft gut, dass wir mit einem Sieg reingestartet sind. Ich natürlich freue mich immer, wenn ich ein Tor machen kann, wenn ich der Mannschaft weiterhelfen kann. War ein super Pass auf von Janik Deichmann und ja, also der Start ist gelungen. Ja, du warst ja schon auf der Lohmühle mit Lüneburg, aber es ist nochmal ein anderes Gefühl, jetzt auch die Stimmung so mitzunehmen als Spieler für den VfB. Ja, definitiv ist das nochmal was anderes. Ich denke, heute war es eine super Stimmung. Auch dass eine Live-Übertragung war. Also man hat schon gespürt, man hat die Fans schon im Rücken gespürt und das wollen wir jetzt über die ganze Saison so beibehalten. Ja, in 7 Tagen geht es dann weiter bei Dortmund und Assel. Was kann man jetzt von der Mannschaft erwarten? Wird sie gleich stark wie Oldenburg sein oder wie meinst du? Also das ist eine unberechenbare Liga. Jede Mannschaft wird ein schweres Spiel. Jedes Spiel wird ein schweres Spiel und Dortmund ist eine sehr zweikampfstarke Mannschaft. Sie werden auch sehr eklig auftreten, wie es Oldenburg heute auch gemacht hat. Also definitiv. Ich denke, dass es ein schwieriges Spiel wird gegen Dortmund. Okay, danke. Vielen Dank.